Der Gesundheits- und Sporttempel Tamaya in Gavlenz wurde erstmals einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Über ein volles Haus am Tag der offenen Tür freuten sich die Geschäftsführer Gudrun Vitzwieser und Thomas Kaltenbrunner, die dieses Sport- und Therapiezentrum führen. Vorträge über moderne Geräte, die vor allem Rückenschmerzen entgegenwirken, haben viele Besucher veranlasst, sich gleich einzuschreiben. Wobei es sich weniger nützt, im Fitnesscenter dicke Muskelpakete anzutrainieren. Es muss anstatt der Bewegungsmuskulatur die Haltemuskulatur wieder aktiviert werden oder gestärkt werden. Das war verblüffend, dass ich das in meinem Becken außerordentlich kenne. Ein top eingerichteter Fitnessbereich gehört genauso zum Tamaya wie die ästhetischen Therapieräume. Ein Prunkstück ist nicht zuletzt der parkähnliche Außenbereich, wo es sich trefflich entspannen lässt. Es ist Zeit für Körper und Geist, Zeit für Tamaya.